Fangen wir an. Zuerst zeige ich euch die Zutaten. Zwei Bananen, ein Ei und Haferflocken. Für das heutige Rezept benötige ich 100 Gramm. Gebe alle Zutaten einfach in einen Blender. Man kann sie auch mit der Hand mischen. Aber mit dem Blender geht es schneller. Die Menge sollte für drei mittelgroße Pfannkuchenstücke reichen. Wenn ihr mehr backen möchtet, müsst ihr die Menge anpassen. Die Bananen kann man mit der Hand einfach klein schneiden. Dazu kommt ein Ei. Statt Ei kann man auch Sojamilch nutzen. Dann wird alles gemischt. Nach dem Blenden ist der Teig schon fertig. Es sollte nicht zu flüssig, aber auch nicht so hart sein. So sieht er gut aus. Heute nutze ich Kokosöl. Wenn ihr kein Kokosöl habt, ist Olivenöl auch geeignet. Bitte backt den Teig auf schwacher Hitze, damit dieser nicht anbrennt. Als nächstes schütte ich in den Teig in die erwärmte Pfanne. Um ihn gut durchzubacken, sollte der Teig nicht so dick sein. Verteilt den Teig daher gleichmäßig, damit er maximal 1 cm dick ist. Das Kokosöl riecht sehr gut. Ich decke den Teig mit einem Deckel ab und warte für ein paar Minuten. Wenn sich die Farbe des Teiges an den Ecken verändert, so ist es Zeit, ihn zu wenden. Der Teig ist noch weich, seid daher vorsichtig beim Wenden. Er sieht ein bisschen angebrannt aus, aber das ist kein Problem. Ein bisschen pressen und dann decken wir ihn wieder ab. Nach ein paar Minuten ist er fertig. Mit dem Pfannenbänder nehme ich den Kuchen aus der Pfanne und lege ihn auf einen Teller ab. Heute dekoriere ich meine Pfannkuchen mit Heidelbeeren. Diese sind immer erfrischend. Erdbeeren oder Himbeeren geht auch, wenn ihr welche habt. Oben der Lauch kommt noch Ahornsirup und wir sind fertig.